Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute machen wir zusammen eine Orsay-Bestellung. Ich habe bei diesem matschigen, ekligen Wetter da draußen mal wieder ein paar Winterklamotten eingekauft. Ich weiß gar nicht, wo ich meinen Schrank eigentlich noch ausbauen soll, beziehungsweise wohingehend ich ihn noch endlich mal, ich glaube, das wird mal so eine Frühjahrsaufgabe werden, dass ich meinen Kleiderschrank ausmiste, weil ich einfach immer wieder hier und da neue Klamotten bekomme und kaufe und ja. Und diesbezüglich wollte ich euch jetzt meine neuesten Errungenschaften mal zeigen. Paket habe ich hier und ja, wo stelle ich das? Ich lasse es am besten mal da stehen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich wühle da drin herum und greife dann immer so ein bisschen heraus. Ich hoffe, das macht euch nichts. Also immer schön nach hinten praktisch. Und greife natürlich als allererstes das heraus, was ich geholt habe. Und das ist ein schöner Schal. Ja, ich wollte angefixt von diesen ganzen Zara-Schals, die jedes Jahr in die Winterkollektion kommen. Und dieses Jahr, glaube ich, letztes Jahr war das auch so. Und dieses Jahr wird es bestimmt auch wieder so sein, dass da so schon fast picknickdeckenartige, karierte Musterschals gekommen sind, die einfach wundervoll ausgesehen haben, aber teilweise sehr, 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 sehr teuer sind. Ich glaube, mit fast über 30 Euro und mehr. So einen Schal hat man natürlich auch etwas länger, aber ich fand das schon sehr übertrieben für einen Schal. Und ja, sowas ähnliches wollte ich jetzt auch wieder haben. Ich hoffe, ihr könnt die Farbe vernünftig sehen. Ja, könnt ihr. Gut. Und dieser Schal hat mich nur 9,95 Euro gekostet, finde ich. Also im Vergleich zu 30 Euro auf jeden Fall okay. Ist auch sehr, sehr riesig. Und kann ich euch das mal zeigen? Schlauchförmig. Und das liebe ich ja total. Und ja, und mein Freund hat den auch schon befürwortet und angeguckt. Oh, scheiße, Nagellack platzt wieder ab. Ich habe diesen neuen Nagellack-Darling drauf. Aber der platzt sehr schnell ab, was ein 19-Euro-Lack eigentlich nicht machen dürfte. Leichtes Fehlprodukt. Farbe ist aber, wie gesagt, wunderschön. Und muss ich mir dann erstmal wieder lackieren. Aber wie gesagt, zurück zum Thema zu kommen. Ich liebe ihn. Fusselt ein bisschen. Aber ja, für die kalte Jahreszeit erst kuschelig weich. Toll, toll, toll. Dann habe ich etwas geholt, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es behalten soll oder nicht. Ist wieder ein schönes T-Shirt, was so ein bisschen Oversize-mäßig auch geschnitten ist. Und mit so hübschen Blumenmustern hier vorne dran in Glitzeroptik. Das sah auf der Homepage oder auf der Shop-Seite sah das nicht so aus. Finde ich jetzt nicht ganz so hübsch. Geht hier vorne zulaufend. Hat hier unten ein schönes Bündchen. Und hat, ich weiß es gar nicht, ich glaube auch nicht allzu viel gekostet. Ich habe wieder im Sale eingekauft. 14,95 gekostet, also ist nicht ganz so neu, als wenn es eine neue Trendkollektion wäre von Orsay. Und ja, da muss ich mal gucken, ob ich das behalten soll. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr findet, ob mir sowas stehen würde. Ich glaube schon. Ich meine, ich bin ja sowieso auch bei Make-up und bei Klamotten so ein Mensch. Ich lasse mir nicht von anderen Leuten gerne sagen, ob mir was steht oder nicht. Ich mache einfach das, was ich für richtig halte. Aber es ist natürlich auch immer total interessant, andere Meinungen zu hören und zu gucken, was die so davon halten. Ja, sagt mir mal da eure Meinung dazu. Und diese Bändchen, die habe ich an all meinen Pullis dran, die finde ich immer total nervig, weil die dann immer so abstehen. Das habe ich hier bei dem übrigens auch. Naja, dann habe ich wieder eine Statement-Kette mitgenommen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich euch zeigen kann, mache ich mit euch auf. Ich glaube, die ist günstiger. Kostete 17,95 und sieht so aus. Und das ist dieselbe, die ich habe schon, aber auch, ich habe dieselbe in hellblau. Ich fand die jetzt aber auch nochmal in schwarz. Muss in die Kamera gucken, entschuldigt. Ich will nur mal sehen, ob ihr das auch alles ordnungsgemäß sehen könnt. Fand die aber nochmal in schwarz recht schön, weil ich mir gedacht habe, die kannst du super auch so zu silbernen Klamotten tragen, zu schwarzen Klamotten, zu dunkleren Farben, mit einer Lederjacke kombiniert, spitzenmäßig. Und deswegen habe ich die dann nochmal in einem dunkleren Ton mitgenommen. Und ja, war auch recht günstig gewesen. Dann habe ich nochmal ein T-Shirt gekauft. Das muss ich auch erstmal aufmachen. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Sah auf der Homepage oder auf der Shop-Seite, wie gesagt, wunderschön aus. In echt bin ich mir noch nicht so sicher. So.
Und was ich ganz speziell fand, dass das hier vorne so Raffungen hatte, regelrecht. Auch immer, wenn ihr gefragt euch, in welcher Größe ich gekauft habe, XL und hat auch 17,95 gekostet, wie gesagt, ist eher was jetzt fürs Frühjahr. Und ich finde halt eben ganz speziell, dass das, wie gesagt, solche... Ist das hier schon kaputt oder muss das so sein? Nein, das hat hier solche Raffungen. Und ist hier oben sonst weiß. Und das kann ich mir auch total cool vorstellen, zum Beispiel mit dieser schwarzen Kette zusammen. Und bestimmt total schick. Und ja, musste ich mir mitnehmen. Ich hoffe, es ist auch von der Passform her so, dass ich mich darin wohlfühle. Dann greife ich und lüge ich mal weiter. Dann muss es natürlich wieder mal ein Cardigan sein, weil ich bin ein totales Cardigan-Opfer. Strickjacken und Cardigans und Pullover und sowas. Und ich finde, man kann davon... Ich muss mal kurz die Hände sauber machen, entschuldigt. Ich finde, man kann davon nie genug haben im Kleiderschrank. Nie. Weil es gibt immer Situationen, wo man ein Cardigan braucht. Und ich liebe es einfach. Ein dünneres T-Shirt drunter, was Muckliges drüber. Toll. Fürs Frühjahr, für den Herbst, mit einem Pullover kombiniert. Generell auch einfach mal im Frühjahr oder wenn es noch nicht ganz so warm ist, auch einfach mal nur so statt Jacke als Jackenersatz. Ich liebe Cardigans. Und da habe ich mir hier einen wunderschönen, auch in der Größe XL, für etwas teurer, 35 Euro mitgenommen. Aber das ist so ein wunderschöner, ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennt, so Weihnachtsmuster mit Sternen. In schön grau-weiß und was ich an dem schön finde, halt eben keinen Schnickschnack dran, keine Taschen, kein was irgendwie klemmen könnte, Knöpfe oder so. Und das geht dann an der Seite so und dann kann man das so zumachen. Also praktisch sieht dann so aus. Also man hat praktisch fast sowas wie so einen aufgestellten Kragen. Das finde ich echt schick. Und ja, dafür gebe ich auch gerne ein bisschen mehr Geld aus, weil die Qualität recht gut ist und flauschig und schön und auch das Innenfutter ist wunderbar. Ne? Also das ist auch wirklich etwas, wo ich sage, da habe ich was Gutes getan, wenn ich sowas kaufe. Dann habe ich etwas mitgenommen, weil es auf der Hopshop-Seite als Poncho deklariert war. Ich dachte, es wäre ein richtig großer Poncho und sah dann, dass es so ein kleiner Poncho gewesen ist. Da ist jetzt auch so mein Frageprodukt. Kostete mich One Size 19 noch was. So, aber der Poncho ist so klein. Also es verdeckt hinten vielleicht gerade mal das Viertelste von meinem Rücken. Na, und hat hier vorne so ein Knöpfchen und dann macht man das halt, ich weiß gar nicht wie, bestimmt so zu, ne, vorne. Und dann sind hier so Fransen dran. Was ich jetzt dachte, ich habe mir schon immer sowas gewünscht. Als Schal. Na, also ich führe euch das jetzt mal vor. Ich würde das dann so einen richtig schönen, fetten Schal. Ist blöd natürlich, dass das hier vorne dran ist. Das müsste ich dann immer so ein bisschen verstecken. Aber ich habe mir schon immer sowas als Schal gesucht. So einen richtig, richtig fetten, schönen Schal. Jetzt gerade, wo es so draußen useliges Wetter ist. Sagt mir mal, ob das auch so geht oder ob man das nicht zweckentfremden kann. Ich meine, wenn man beim Make-up zweckentfremden kann, warum soll man das dann nicht bei Klamotten dürfen? Also ich liebe es auch, Sachen, die eigentlich nicht miteinander vereinbar oder kombinierbar sind, miteinander zu kombinieren und da die neuesten, ja, sage ich jetzt mal, die neuesten Kombinationsmöglichen rauszukriegen und wieder Freude an meinen Klamotten zu haben, statt dass ich das immer dann in derselben langweiligen Form trage. Ist mir viel, viel lieber. Ja, und dafür finde ich es wiederum toll. Ja, war aber eigentlich... Ah, jetzt klebt mein Lipgloss am Haar. Wunderbar. Dafür war es eigentlich nicht gedacht, aber ich würde das dann immer ein bisschen verstecken, dann verwende ich es halt als Schal. Sagt mir mal eure Meinung. Ja, dann habe ich mir noch einen Cardigan mitgenommen. Dann haben wir es auch schon fast. Dann kommen nur noch zwei Teile. Und zwar, das ist auch so ein riesengroßer, der 30 Euro gekostet hat, aber ich fand ihn auch wieder wunderschön. Ich finde, bei Cardigan gebe ich immer gerne ein bisschen mehr Geld aus, aufgrund der Qualität. Ne, weil ich möchte, dass das viele Maschinenwäschen durchhält, von der Qualität her nicht rumfusselt, nicht ausleiert oder so. Ich möchte da schon lange Freude mit so einem Cardigan haben. Und da habe ich hier auch eine in so eine Strickmuster mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Finde ich aber, wie gesagt, auch total schön. Ja, so wieder mit keinen Taschen, so ein Volant, der so vorgeht, was auch wieder so ähnlich dann aussehen wird. Das ist dann so eine asymmetrische Form, wo hinten der Hintern praktisch verdeckt wird und vorne das Ganze ein bisschen betont wird, was ich ja eh möchte. Mein Hintern und so meine
Problembeinzonen, so mein Bauchbereich, den möchte ich eher ein bisschen kaschieren und eher das, was ich so hervorheben möchte, wie mein Dekolleté, so ein bisschen straffen durch diese asymmetrische Form, das möchte ich ja eher betonen. Und deswegen habe ich mir wieder diese Form zugelegt, natürlich langärmlich. Und ja, sagt mir mal eure Meinung. Sorry, wenn ich ab und zu mal nicht in die Linse gucke, aber ich muss schauen, ob ihr das auch vernünftig seht. Und ja, ne, ist auch super, super, super lang und finde ich wunderschön. Wie gesagt, 30 Euro, ich finde, das geht dafür. Dann, ihr Lieben, habe ich noch zwei Sachen. Und einmal habe ich so eine Mütze. Die ist auch One Size und warm Sale für 9,95 Euro. Ich habe so eine Mütze schon. Das ist so eine Art Schlumpfmütze, sagt mein Freund immer. Ich finde, das sind solche Mützen davon, das ist total wunderschön flauschig, weiß erstmal, ne? Und da sind dann so schöne kleine goldene Pünktchen so eingenäht. Das sieht aus wie eine Schneedecke und dazwischen blitzern noch irgendwelche Blumen hervor. So sieht das so ein bisschen aus. Und dann natürlich unten da nochmal grau-schwarz die Wolle. Die werde ich gleich mit euch zusammen aufsetzen. 9,95 wie gesagt. Und ich habe so eine schon in schwarz, in einem schönen Petrolgrün, also Petrolgrün. Und sonst habe ich solche Farben nicht. Und ich glaube, ich habe so eine noch in grau. Und ich finde solche Mützen einfach, ich bin kein Mützenfan. Ich bin mir auch noch nicht mal so sicher, ob mir Mützen stehen. Ich finde, das steht einem auch nur, wenn man so ein bisschen offene Haare hat. Ich gucke jetzt mal, mach mal den Bildschirm an, schau mal, wie das aussieht. Also so könnte ich mir das halbwegs vorstellen, wenn man das so ein bisschen runterzieht hinten. Dann ist das meiner Meinung nach okay. Sagt mir mal, was ihr davon haltet, ob mir sowas, solche Mützen stehen, weil solche Mützen habe ich oft. Ich habe noch total ganz andere Mützen halt eben, solche, die man wirklich nur gerade zieht und solche Ballonmützen, wie gesagt, und dann noch irgendwelche komischen Mützen. Also ich habe nicht viele Mützen, aber ein paar habe ich schon. Und ja, ich wollte mal von euch so hören, ob mir solche Mützen generell stehen und ob mir sowas steht. Das würde ich mal gerne wissen, weil ich finde das irgendwie niedlich. Weiß auch nicht warum, so zu offenen Haaren oder so Zöpf. Also wenn man hier so einen Zopf hat an der Seite und dann so eine Mütze dazu und so ein bisschen. Ja, sagt mir mal Bescheid. So, wieder ab das Ganze. Und dann zum letzten Produkt. Produkt sage ich immer. Ich bin immer beim Make-up im Gedanken. Zum letzten Teil, was ich mir geholt habe. Und das fand ich ja wirklich total scharf. Hat auch, war ein bisschen teurer, 23 Euro kostet in XL. Und das habe ich mir wirklich, so ein Oversize-T-Shirt. Da steht drauf Beauty. Steht da Beauty drauf. Passt ja zu mir als Beauty-Junkie. Ja, so, ich bin Beauty. Ja, und so schön Oversize-mäßig geschnitten. Halbärm, ne, und dann schön unten Walle auseinandergehend, ne. Ich kann ja da noch, eine, wie gesagt, eine Strickjacke drüber machen. Schön so ein bisschen Overshoulder, also über die Schulter so, mit einer schönen Strickjacke oder mit einer Lederjacke dazu so. Dann so eine schwarze Kette und so eine weiße Mütze. Oder wie gesagt, die schwarze Kette da drauf. Fand ich halt eben total cool irgendwie. Ihr könnt mir mal ja sagen, was ihr von so einem Look haltet, um ob mein Freund vielleicht mit der Kamera, ich habe heute irgendwie Sprachstörungen, euch das vernünftig, adäquat irgendwie zu zeigen. Es geht ja jetzt erstmal nur darum, euch die Sachen erstmal zu zeigen. Ob ihr vielleicht Interesse daran habt, das wollte ich fragen, dass mein Freund mal so eine Art, wie ich das euch jetzt eben gerade präsentiert habe, dieses Outfit, wie gesagt, mit der Mütze, mit einer Kette, mit einer Hose, mit einer Cardigan, Strickjacke, Lederjacke etc. drauf und dann so eine Art wie eine Handkamera, die Qualität wird natürlich vielleicht ein bisschen schlechter sein als jetzt hier in HD, so eine Art Outfit of the Day dreht, wo ich dann vor der Kamera hin und her gehe und die einzelnen Sachen so zeige und wir das hinterher dann auf den PC schmeißen, vielleicht ein bisschen bearbeiten, wenn das irgendwie möglich ist. Also ich kenne mich ja damit nicht ganz so gut aus. Ob ihr an sowas Interesse habt, so Look of the Day oder mein Winterlook oder sowas in der Richtung. Also ich würde es jetzt nicht jeden Tag machen wollen, aber halt eben, ich bin jetzt
ja auch nicht die schlankeste Frau und so. Aber ich bin immer der Meinung, warum soll man sich da draußen schämen, wenn man nur, wenn man ein bisschen mehr hat? Ich meine, wir können uns auch gut kleiden, wir können uns auch gut anziehen. Glauben die Menschen, dass man nur 90, 60, 90 aussehen? Also ich schäme mich meiner Gewichtsklasse in keinster Form. Wenn ich abnehmen wollen würde, könnte ich das jederzeit tun. Ich bin da auch mächtig dran. Aber wie gesagt, ich fühle mich auch irgendwo so wohl und finde es schlecht, wenn der Gesellschaft einem so Zwänge aufgelegt werden und man dazu gezwungen ist, irgendwas tun zu müssen, weil man halt eben nicht der Norm entspricht. Und ja, ich wollte von euch mal hören, ob ihr, wie gesagt, das war jetzt ein bisschen out of topic, es ist auch eine Videoidee von mir, an solchen Outfit of the Days halt eben Interesse habt. Und wenn ja, würde ich mich über Kommentare und Däumchens freuen und über eure Meinung. Und dieses Video ist jetzt zu Ende. Ein bisschen ein kürzeres Video, weil das letzte Schminki schon fast wieder eine Stunde gedauert hat. Und ich hoffe, ihr hattet Freude an diesem etwas kürzeren Video. Und ich bin mal gespannt, was ich als nächstes für euch abdrehen werde. Wird wahrscheinlich auch wieder irgendwie so ein Live-Schmink-Test-Tutorial mit Produkten werden und einem Haul. Und ihr kennt das ja von mir, ich bin die Einkaufsqueen schlechthin. Und bald habe ich auch Geburtstag, da kommt noch viel, 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 viel mehr. Da werde ich euch ein Gesamtgeschenke-Haul wahrscheinlich machen. Und ja, der Monat ist noch lang, ich habe noch viele Ideen und ich hoffe, ihr freut euch darüber. Trotz dessen, dass ich wenig Zeit habe, schaffe ich das immer für euch, was Adäquates abzudrehen. So, und jetzt höre ich auf, euch zuzulabern. Das soll ja schließlich kein Vlog werden, obwohl das auch schon mal gewünscht wurde. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle ganz, ganz bald wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ihr Lieben. Ciao, ciao.